Kippasser, Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Heute gibt es ein kleines Entladetraining mit dem guten Daniel. 5 Days Out. Wir gehen nach Manchester auf die naturale WM. Let's go! Also, heute machen wir ein Entladetraining. Bei solchen Sachen muss man immer gucken, was funktioniert, was der Athlet auch gewohnt ist. Daniel hat es ja schon oft gemacht. Für ihn war immer sehr, sehr produktiv, den ganzen Körper auszupumpen. Viele Reps, Intensität etwas niedriger. Über die Reps machen wir die Intensität, also nicht über das Gewicht. Kurze Pausen. Hier haben wir eine schöne, saubere Bewegungsgeschwindigkeit. Wie ist die letzte Zeit so für dich gelaufen? Gefühlsmäßig? Ja, ich habe schon das Gefühl, also ich ertrage es besser, aber irgendwie bin ich unglaublich müheschwach. Also es ist in letzter Zeit echt schlimm. Und du merkst halt, dass halt der Kopf nicht mehr so will, ne, am Ende. Das ist halt leider so das Thema. Ich glaube, das lässt sich auch nicht vermeiden. Ja. Wir brauchen viele Reps, wir brauchen Gefühl. Ich würde dir jetzt mal 5 Wiederholungen geben, die du sauber machst. Bei der 5. bleibst du auf Kinnhöhe unten stehen und bewegst dann eine Wiederholung in absoluter Zeitlupe bis nach oben. Okay. Danach fängt es von vorne an. Zeitlupe ist wirklich unfassbar langsam. Dafür darfst du die davor in normaler Geschwindigkeit machen. 1, 2, 3. Schön. 4. Dann noch die 5. machen. Und jetzt runter bis auf Kinnhöhe, Stopp und Zeitlupe. Ganz, ganz langsam. Wunderschön. Genauso. Sehr, sehr gut. Toll. Lassen wir ganz normal runter und machen wieder 5. 1, 2, 3. Mach 4. Und 4 und runter und Zeitlupe. Geht. Ich bin dabei. Gleichmäßige Bewegung. Komm. Komm, und mach 3. Geknallt. Bisschen weniger? Nee, ist alles gut. Gut. Was wirst du danach machen, wenn alles vorbei ist? Wenn du ein bisschen gefressen hast, bist du so jemand, der dann gleich wieder ins Studio rennt, oder nimmst du dir ein bisschen Zeit? Ich nehme mir so, also eine Woche jetzt nicht unbedingt Zeit, aber ich nehme mir so 4 oder 5 Tage mal so richtig schön, indem ich einfach mal ein anderes Training mache. Also indem ich mich trainierst? Ja, indem ich mich mehr bewege zum Beispiel. Ja. Also indem ich einfach mehr Cardio zum Beispiel mache. Einfach ein bisschen in Bewegung bleiben. Nach dem Wettkampf quasi. Das heißt, also, du machst nur so ein bisschen Cardio, genau, trainierst genau. Gar nicht so sehr. Bei mir ist mega wichtig, dass ich im Training bleibe, in dem Sinne, aber natürlich nicht mehr das Krafttraining an sich mache. Und cool. Dann kann ich nach den 4 Tagen, dann habe ich schon so das Gefühl, ich bin ins, halt irgendwo ins Training gegangen. Und dann ist halt über die eigentliche Ernährung, dann habe ich wieder Kraft. Also ja, ich glaube, manche gehen zu früh rein, verletzen sich dann auch. Ne? Genau, ja. Ansteuerung für uns interessant tatsächlich, hauptsächlich Latissimus. Heißt, hinter der Bühne aufpumpen wird Latissimus mit am wichtigsten werden, dass der ein bisschen Pump bekommt. Arme sind wirklich stark. Arme hat man oder hat man nicht, ne? Das ist so das Ding. Beine sind auch gut. Dürft gespannt auf den Formcheck sein.
Du hast ja bei Strength Force ganz schön heftige Gewichte bewegt, muss man sagen. Ne? Ja. Muss man wirklich sagen. Ich habe es auch gesehen. Ich glaube, das Krasseste war von den Anforderungen, als ich damals im Finale gegen Romano Renge, der ist ja dafür bekannt, krasse Kniebeuge, glaube ich, Kreuzheben. Da haben wir Strict Curl, glaube ich, mit 70 gemacht auf Wiederholung. Dann sind wir Ausfallschritte mit 100 gegangen. Scheiße. Das ist so meine Hassübung überhaupt. Ja. Dann haben wir Bankdrücken 120 Wiederholung gemacht und dann war am Ende noch Dips mit 60 Zusatzgewicht. Das ist schon krank. Ja, das war also Horror. Nächster. Das war schon krank, ja. Das war wirklich krank. Jetzt wollen wir die Dehnung mal noch ein bisschen gemeiner machen. Wenn du hier hinten bist, dreh die Ellbogen noch ein Stück weiter nach oben. Wirklich nach oben und gib dir einen leichten Knick hier, dann verstärken wir die Dehnung. Also hier eine leichte Beugung. Und wenn du zumachst, darfst du sie nach innen reindrehen und sie leicht am Ende strecken. Ja. Und im Moment des Zumachens presst du den Brustkorb extrem nach oben. Ja, schön. Genau. Tut dir weh. So erzeugen wir unfassbar viel Stretch hinten natürlich. Durch das Aufstellen der Ellbogen wird es hier länger gezogen. Auch durch die leichte Beugung. Und durch das Reinbringen beim Zumachen verkürzen wir besser. Und Hochpressen des Brustkorbes sorgt dafür, dass die Schulterblätter so ein bisschen wegkommen, man ein besseres Gefühl in der Brust bekommt. Die Kontraktion wird einfach deutlich ekelhafter. Schön spürbar. So wird wenig Gewicht unfassbar effektiv. Für so ein Training natürlich perfekt. Schön. Ah, gut. Sehr gut. Was bei Brust immer ganz nützlich ist, bei sowas vor allem, ist, dass du ja durch so eine Butterfly-Bewegung eine relativ großflächige Bewegung hast. Also du hast die Brust eigentlich komplett. Was wirklich geil ist, getoppt werden kann das Ganze nochmal von so einer leichten Variante von unten. Ne, was auch ganz geil ist für Fleiß. Und dafür gehen wir jetzt nochmal runter ins Performance Center, um da nur ein, zwei Sätze hinterher zu schießen. Richtig schön auf Reps. Und dann greifen wir ein bisschen den Rücken an. Also, jetzt gehen wir hier ins Performance Center. An die Kabelzugmaschine. Was ihr nicht mitbekommt, ist, du wechselst hier komplett eine Zeitzone. Nee, nicht Zeit, Klimazone. Das ist ein bisschen schwierig, oben ist klimatisiert. Hier ist halt verdammt warm. Hier steht die Luft drin. Aber ist ja für Daniel nur gut. Er kann ein bisschen schwitzen. Und wir machen jetzt erstmal Fleiß. Schießen zwei Sätze hinterher. 25 Reps. Einfach nur noch mal schön ansteuern, zum Platzen bringen. Gefühl reinkriegen. Würdest du dein Feeling jetzt beschreiben? Scheiße. Also richtig, richtig scheiße. Training macht halt überhaupt keinen Spaß mehr. Aber man zieht das durch. Das Gefühl danach ist wieder schön, weil man dann sieht, die Form, die ist halt wieder da. Ja. Aber das Training an sich ist halt jetzt einfach schlimm. Wirklich. Hast du noch Muskelgefühl? Also ich merke jetzt nur noch Stretch hier unten. Ich merke ein bisschen, wie der vordere Kopf wieder arbeitet, klar. Aber Muskelgefühl, ich bin komplett bei der Übung nur noch, wo ich irgendwie meinen kompletten Körper merke. Ja. Also ich habe keinen Druck mehr hier richtig nur. Mhm. Ich merke die Beine, wie sie fertig sind. Ich kann mich an der Maschine einfach so hinsetzen, einfach jetzt schlafen könnte ich. Bist du so jemand, der dann auch so ein bisschen eben so schwindelig wird, so kreislaufmäßig? Oder ist das bei dir nie ein Thema gewesen? Nee, das war jetzt nicht so Thema, aber wenn ich halt so viel jetzt in das Training reingehe, dann bin ich halt einfach leer. Also ja, krass. Ja, wir haben heute jetzt einen kleinen Push-Fokus, machen aber jetzt Rücken und die Übung kennst du auch schon. Ja. Ich glaube, die mochtest du auch, ne? Ja. Hier einfach mal die Kabelzug-Variante erst und dann ziehen wir noch ein bisschen von Latt. Okay. Das wird Spaß machen. Also, beim Entladetrainings in der Regel macht man mehr Reps. Man kann die Pausenzeit ein bisschen anpassen, damit es ein bisschen intensiver wird. Man muss auf Muskelgefühl gehen, man muss es versuchen, auch wenn wenig davon da ist. Und das Ziel ist tatsächlich,
die Muskulatur leer zu pumpen. Das sagt man nicht nur so. Man möchte das letzte bisschen Muskelglykogen versuchen rauszupumpen. Das kriegt man ja nie komplett raus. Und es gibt auch eine interessante Theorie über die intramuskulären Triglyceridspeicher, die man durch Volumentraining auch etwas leeren kann, wodurch man eventuell auch einen Vorteil im Look haben kann. Das wird später beim Laden wieder interessant. Aber wir machen jetzt mal eine schöne Latzug-Variante hier am Kabel. Und zwar ist es wie so eine Art Klimmzug. Wir starten hier neutral, lang und gestretched, lehnen uns zurück ins Hohlkreuz und ziehen, als würden wir uns mit dem Brustkorb hier vorbei nach oben ziehen. Tut richtig bösartig weh. Ist schön zum Leerpumpen, weil das Kabel schön mitspielt bei der Übung. Mal schauen, wie er die Gewichte jetzt findet, das wird sich zeigen. Beine waren mal mehr. So. Zieh ruhig seitlich rein, das ist der Vorteil, du darfst dich hier nach außen drehen. Schau, genau, ja. Und dabei drehst du die Ellbogen leicht rein und ziehst den Brustkorb nach oben, genau. Genau, zieh richtig runter in den Latt. Zack, ja. Da wollen wir hin. Schön, 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 schön. Gut. Die fühlt sich einfach schön an, funktioniert. Man spürt den kompletten Rücken sehr, sehr gut. Man kann den ganzen Körper mitnehmen. Die Dynamik an der Maschine ist toll. Noch fünf. Noch vier. Bisschen mehr Hohlkreuz, bisschen mehr Ellbogen nach vorne drehen. Ja, das tut weh. Genau das. Noch drei. Noch zwei. Wunderschön und gut. Das war ein bisschen zu leicht jetzt. Ja. Das muss ich auch mal sagen jetzt. War zu leicht. Artet das nicht jetzt so ein bisschen in Leistungstraining aus? Nee. Nee? Rücken war ich auf jeden Fall jetzt nicht schwach. Mhm. Da war ich jetzt immer schon so ein bisschen einigermaßen, deswegen fühle ich das halt extrem gut. Ja. Wir brauchen Reps. Okay. Ich hätte gern 100 Dips in 5 Minuten. Du kannst so oft absetzen, wie du willst. Ja. Aber sag mir, bevor du loslegst, weil ich muss natürlich die Zeit stoppen. Voll ein Bastard, Alter, ey. Ein Bastard, Alter. 100 Dips, ey. 100 Dips in 5 Minuten. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming.